eine Schenke. Das muss es sein. Sigurd ist nicht hier. Ich höre mich um. So, und damit hallo liebe Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Video von Assassin's Creed Valhalla. Schön, dass ihr mit dabei seid und Bock drauf habt. Ja, wir sind ja in Bugaham, irgendwie sowas. Eine neue Verbündens-Saga angefangen haben wir ja. Und angeblich sollen wir hier Sigurd treffen, aber der Fritz ist nicht da. Okay. Gut, dann werden wir mal fragen, ob Sigurd hier war. Ich suche nach zwei Männern. Zwei Fremde, ein Nordmann und ein Araber. Die, hinter denen die Soldaten her waren? Wenn ich du wäre, würde ich nicht weiter fragen. Okay. Soldaten hinterlassen nichts als Blut und Schmerz. Die Wirtin hier? Du bist hier nicht willkommen. Ich hatte heute schon genug Ärger mit Dänen. Ich will keinen Ärger machen. Ich suche meinen Bruder, einen riesigen Nordmann. Er war für das Chaos verantwortlich. Er und diese andere waren hier und sprachen mit Tan Gedrick. Dann kamen Lady Edwins Soldaten. Ein Kampf brach aus. Dein Bruder und der braune Kerl entkamen. Dafür wurde Gedrick geschnappt. Das war wirklich bedauerlich. Er ist in dieser Gegend sehr beliebt. In welche Richtung ging mein Bruder? Was ist dir diese Information wert? Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Hör mal, Dene. Wenn du eine Szene machst oder Streit anfängst, rufe ich nach den Soldaten. Du scheinst diesen Gedrick zu respektieren. Wenn er mit meinem Bruder sprach, dann nur, weil er das Beste für diesen Schier will. Vielleicht bist auch du eine Frau, die Oxnafort Schier freisehen will, auf dass es selbst über sein Schicksal entscheide. Eine Frau, die sich für ihr Dorf erhebt und sich nicht von den Stiefeln der Unterdrückung zerquetschen lässt. Ich hoffe, so bin ich. So eine Frau würde mir helfen, Gedricks Freunde zu finden. Da hast du wohl recht. Dein Bruder und sein Freund sprangen durch dieses Fenster und liefen in Richtung des Flusses. Vermutlich verstecken sie sich in einer der Fischerhütten. Gut, danke für die Info. Sigurd und Basim wollten nach Süden. Sie können nicht weit sein. Ich sollte entlang des Flusses suchen. Nö. Sind auf jeden Fall drei Leute drin. Riecht wie eine Fischerhütte. Ein gutes Versteck. Sigurd und Basim. Halt! Warte! Alan Wasahalan, Eivor. Wir hätten dir den Bauch aufschlitzen können, Wolfsmal. Warum so nervös, Bruder? Sieht dir gar nicht ähnlich. Der halbe Schier ist hinter uns her, wie du vielleicht bemerkt hast. Kamst du deshalb nicht nach Hause? Weil du mit den mercischen Soldaten Verstecken spielst? Dein Bruder ist ein vielbeschäftigter Mann. Zahlreiche Pflichten lasten auf ihm. Es ist schön, dich wiederzusehen, Basim. Auch wenn du meinen Bruder schlecht auf seine Aufgaben vorbereitet hast. Es liegt nicht an mir, dein Bruder wie eine lahme Mähre zu führen. Das wäre gar nicht schlecht. Bruder, wir haben Bündnisse zu schmieden. Schick ihn zurück, wo er herkam, und geh deinen eigenen Weg. Eivor, bei den Göttern. Schön, dich bei uns zu wissen. Und in der Tat sind wir einem Bündnis schon näher gekommen. Gedrick, einer der hiesigen Tane, schwor mir einen Eid. Ich habe von ihm gehört. Die Wirtin erwähnte außerdem eine Edwin, die Soldaten befehligt. Warum verbünden wir uns nicht mit ihr? Lady Edwins Gatte war der Aldermann des Schiers, bis Gudrums Heer seinem Leben ein Ende setzte. Nun führt sie den Kampf ihres Mannes mit dem Beistand von König Alfred von Westsexer fort. Edwin will sich an den Dänen rächen, die ihr den Mann und die Lebensgrundlage nahmen. Es heißt, Alfred sei ein furchterregender König. Wenn Edwin seine volle Unterstützung gewinnt, fällt dieser Schier an Westsexer.
Und um sie zu bekämpfen, sicherst du dein Schwert einem kleineren Tarn zu, der eine Bande von Bauern und Fischern befehligt. Hab Vertrauen, Eivor. Ein paar hundert Sachsen mit Heugabel und Hippen sind eine ernstzunehmende Macht. Götter. In allen Männern und Frauen, ob adlig oder Bauer, schlummert der Funke von etwas Größerem. Das ist wahr. Manchmal größer, als ein gewöhnlicher Geist erfassen kann. Nun, Edwin hat Gedrick in Ketten gelegt. Da geht euer schöner Plan dahin. Nicht, wenn wir schnell handeln. Die Gefangenen sind im Langhaus. Mit dir könnten wir einen Überraschungsangriff wagen. Wenn wir mit Gedrick die beste Aussicht auf ein Bündnis haben, sollten wir es tun. Ist so. Der Stein ist Paladin. Dann metzeln wir uns mal durch die Stadt. Also weg hier mit dem Tarn. Bob. Help, Lord. Sigurd, hat Basim dich zu etwas überredet, das nur wenig einbringt? Eivor, hast du kein Vertrauen in mein Kriegshandwerk? Ich schätze Basims Weisheit, doch er folgt mir. Immer. Er kommt mir. Basim ist von Natur aus verschlossen. Dein letztes Stück ein! Echt das was? Ja, wo ist denn Basim, wenn man ihn mal braucht? Alter. Er trifft mich schon wieder. Meine Herren! Danke, Mann. Jetzt kommt der nächste an. Ja, flieg ruhig weg. Basim ist von Natur aus verschlossen, aber er ist weise und... Langhaus, das ist eine Kirche. Er hat mir eine Belohnung versprochen. Gleich ist es vorbei! Ich beschäftige die Ratte! Ich erwarte kein Paradies! Meine Fresse, diese Kack-Speergesichter, ne? Boah, Eivor, wo schlägst du hin, ne? Doch so ein Gesicht, Alter. Er hat mir eine Belohnung versprochen. So ungefähr. Noch einer. Was ist denn jetzt los? Ein Glück, ich habe nach dir gesucht. Ich hätte da ein paar Aufträge, falls du dir die Hände schmutzig machen willst. Wäre ich größer, würde ich selber machen. Er hat mir eine Belohnung versprochen. So ungewöhnlich, so unglaublich. Bruder, unser Bund besitzt das eiserne Heft einer
Lass dich nicht von Bassi und seinen verlockenden Weissagungen von unserem einfachen Ziel abbringen. Ich töte dich! Wir lassen uns nicht beirren. Was denn jetzt? Ich muss anonym sein. So, jetzt aber. Hey, komm mal. Lass dich nicht von Bassim und seinen verlockenden Weissagungen von unserem einfachen Ziel abbringen. Siegel, töte das stinkende Fischweib! Haltet ein! Der Verräter Gedrick kommt vor Gericht, wie all die anderen verräterischen Tarne dieses Schiers. Du bist die Verräterin, Edwin. Du führst Alfred von Westsexer und sein Heer hierher. Halt deine Ale-Luke, Gedrick, du Schoßhund der Dänen. Du verkaufst uns an Westsexer und an diesen verfluchten Alfred. Das lassen wir nicht zu. Ich hoffe hier so eine... Herren, es besteht kein Grund für Blutvergießen. Wir alle wollen Frieden für Oxenaforthshire. Wir finden sicher eine Lösung. Heidnische, dänische Schlange! Stinkender Misthaufen, ich scheiße auf euch alle! Herrin, wähle deine nächsten Worte mit Bedacht. Vor dir steht der zukünftige Herrscher von ganz Englerland, Sigurd vom hungrigen Rabenclan. Leg die Waffen nieder, lass meinen Freund frei und küss meine herrschaftlichen Füße. Du hast die Wahl. Sigurd, bist du bei Toast? Den Arsch küssen, du Bauer! Ich habe genug von dem Abschaum. Sie gehören euch. Heute zieh lebendig los, und Alter. Mir einen schönen Sattel. Leide! Was hast du dir angetan? Was hast du dir da wieder angetan? Bindet mich los! Gegen die Bastarde kann ich immer noch kämpfen. Wird uns den Sieg bringen. Nein! Nein! Du hast den Tod gewählt. Verdammte Dämonenbraut ist entkommen. Ihre Haare waren dämonisch. Dämonisch schlecht. Ich hätte mit euch gekämpft. Ihr hättet mich befreien sollen. Gedrick, das ist Eivor, mein unbeugsamer Bruder. Sei gegrüßt. Das war dein Plan? Wolltest du Edwin mit deiner blassen Hoffnung auf den Thron umgarnen? Eine Weissagung, Eivor. Nicht Hoffnung. Zankt euch später. Edwin hat die meisten Tarne des Schiers verhaftet. Versorg deine Wunden, Gedrick. Wir befreien deine Freunde. Und was ist mit der heiligen Frau, Fulke? Du hast uns ein Treffen mit ihr versprochen. Das habe ich. Und doch bleibt mir schleierhaft, warum ihr sie sprecht. Wo ist sie? Tarnhold weiß es. Fulke lebt auf seinem Land. Doch er stirbt mit den anderen, wenn wir die Verhandlung nicht stoppen. Weise uns den Weg und wir gehen. Je schneller du sprichst, desto eher retten wir sie. Südwestlich von hier auf halbem Wege nach Oxenaforth bei der Feste der Villa Lea. Bassim, Eivor, zu den Pferden.
Zu den Pferden. Was siehst du, alte Freund? Südwestlich. Das Ding da? Oder das Ding? Oh, das Ding da. Wir werden aber erst da hingehen. Klingen und flammenden Herzen. Wer ist diese Volke von der Bassim? Boah, dieser. Oh, ich mach den Ding wieder an, ey. Doch ein bisschen nervig ohne. Den Kompass. Verbündete, eine heilige Frau, die über Weissagungen und geheimes Wissen verfügt. Das ist nicht die Art Bündnis, nach der wir suchen, Sigurd. Nein, es ist viel besser. Du komm, Pony, Hackengas. Warte noch. Fett kann er jetzt endlich schwimmen. Wo ist Bassim schon wieder? Bassim ist weg. Keine Aufmerksamkeit erregen. Nun stirb, Arne! Komm zurück! Zeit zu sterben! Hey, messer mich dreimal. Stirb einfach! Du bist fast tot. Digga. Mein Gesicht ist tot. Hier kommt Schmerz! So brenne ich jetzt? Bist du denn komplett fertig? Ich fühle mich schon stärker. Zeig, ab mit dir. Ich habe nur den Schlüssel hier. Okay, ich weiß gar nicht, wofür ich den Schlüssel brauche. Wow. Ey, wo ist denn Schlüssel abgeblieben? Da oben. Von Nickelwaren. Oh, halt. Ja, da drüben, Jungs, da ein großer Hirsch da drin, habt ihr immer noch gefragt, dann haben wir nicht gesehen, was meint ihr, sollen wir nächstes Mal ein paar Mal kommen. Okay.
Warum sind hier auf einmal so viele Leute? Was ist mit der Sicht los? Die kämpfen gegen Kaido. Die kämpfen gegen Sigurd. Wie viele Schweine hier einfach sind. Nur wieder 10.000 Stück. Tatsächlich gesehen. Oh, Scheiße, Scheiße, schneller! Du denkst doch nicht, dass du einfach abhauen kannst. Weide dich aus! Das ist ja so ein verfluchtes Ding, ja. Hey, bist du denn komplett dumm? Du sollst die Fackel da reinwerfen. Das nehme ich mal. Ein Grab. Cool, gab eine Trophäe. Ach, da liegen ja noch mehr Leute da. Das ist doch eine Falle. Ja, da liegen ein paar. Ah, ein Opfer-Dinge. Ein Opferschrein. Ja, moin. Kusch dich, du dämliches Schwein. Oh, halt. Ja! Ja! Feste doch. Hier sollte ich vorsichtig sein. Da ist die Verhandlung. Ich hab gerade eingekillt und jetzt kommen schon wieder diese dämlichen Ladezeiten. Sie werden die Gefangenen gleich hinrichten. Nicht für nichts. Willst du mich verarschen?
Ja, hier war ich schon mal. Hol mich hier raus, bevor sie mich einen Kopf kürzer machen. Diese Untertanen, Lady Edwin, haben ihre Zuhörer. Alle Typen weit still. Sie sind angeklagt und zweifellos schuldig, unsere gesegnete Lady Edwin verleumdet zu haben, das Volk aufgehetzt und sich zahlreicher ehrloser Taten schuldig gemacht zu haben. Werde mit! Jeder hat nun gelebt, stirbt als Büßer. Jene, die nicht gestehen, sterben in Schande. Bleib in der Nähe. Ich helfe den anderen. Ich bin unschuldig. Ein Rebell ist sofort die Gefangenen hin. Gottes Urteil entkommst du nicht. Das dauert nicht lang. Verteilt euch. Wir schaffen es. Oh. Für den Schier. Meine Fresse! Ich verdanke dir mein Leben. Wir bringen Gottes Gnade! Nieder mit Lady Edmund! Leiden! Ich bin dran! Gemeinsam! Cedric bat mich, dich zu finden. Gehen wir. Schnell. Für Gott und Mercy! Oh. Ich hänge hier hinter der Mikan. Ich kann nicht weiterlaufen. Boah, du Kartoffelkopf, ey. Du verdammter Scheißhaus. Dafür wirst du bezahlen! Du verdammter Scheißhaufen. Ich will den Typ noch nicht. Boah. Digga, mach den Kack da runter. Plünder den. Meine Herren. Was machst du? Lass den Hund da liegen. Sigurd? Wir haben jahrelang an der Seite des verschlagenen Aldermanns gekämpft. Nun will uns seine Witwe an den Kragen.
Zico, du faule Sau, wo bist du geblieben? Wo bist du geblieben? Wo warst du? Wo ist der Typ? Seid gesegnet. Dank euch kann ich es Lady Edwin mit Blut heimzahlen. Ich bin Tarn Holt. Lebt Gedrick noch? Er ist in Buckingham und wohlauf. Guter Tarn, wir stehen an eurer Seite, auf dass dieses Land in Händen jener bleibt, die Mercia lieben. Egal ob Sachsen oder Dänen. Gott weiß, eher gebe ich meine Tochter einem Dänen zur Frau, als einem Mann aus Wessex auch nur eines meiner Schweine zu verkaufen. Wenn Gedrick hinter dir steht, tue ich es auch. Es heißt, du kennst deine heilige Frau, Fulke. Wo können wir sie finden? Halten wir uns nicht mit dieser mysteriösen Fulke auf. Edwin ist unser Ziel. Fulke bewahrt ein Geheimnis, das den Verlauf dieses Kampfes beeinflussen könnte. Ohne sie kann ich meinen Zweck nicht erfüllen. Fulke? Die Verrückte? Wenn du meine Hilfe willst, Bruder, dann erkläre dich. Was macht diese Verrückte so wichtig für deine Pläne? Wenn wir sie finden, antworte ich auf alle deine Fragen. Bis dahin schweige ich. Ihr müsst verstehen. Fulke ist eine Ketzerin. Sie sät vergiftetes Wissen und ist eine Feindin der Kirche. Sie behauptet, sie hätte Gott gesehen oder mit ihm gesprochen. Lady Edwin ließ sie verhaften. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Vermutlich in einem Kloster. Wir überprüfen das. Sigurd, sollten wir Gedrick nicht berichten, was hier vorgefallen ist? Sprich du mit ihm. Wir müssen uns beeilen. Fulkes Leben könnte in Gefahr sein. Wir riskieren alles, was wir hier erreicht haben, wegen dieser Frau zu verlieren. Vertrau mir, Eivor. Fulke ist wichtig. Das wirst du schon bald verstehen. Das hoffe ich. Wir haben ein Lager östlich von Linford. Es ist ein alter Hafen an der großen Use. Wir treffen uns dort. Die getöteten Tane waren ehrenhaft und gerecht. Bei Gott, ich werde eine Fürth fähiger Männer aufstellen und Rache an Edwin üben. Berichte Gedrick davon und sag ihm, dass wir bereit sind, wenn er ruft. Wir werden jeden Mann brauchen. Okay, cool. Was ist das? Vertrag, die neidische Dieb. Okay, cool, kann ich mal hingehen. Ich wollte eh nochmal eben nach Gunnar. So, das dauert jetzt wieder 10 Jahre. Kommst du schnell voran? Meine Fähigkeiten Baum, ich habe einfach alles, alle. Einfach alles verbessert. Ich kann die Dinger jetzt eh kaufen, oder? Oh, ey, diese Ladezeiten hier, ne? Zeig mir, was du anzubieten hast. Ich hab doch nur irgendwie so 8 oder so. Du hast ein Auge für hohe Güte. Mächtig es nun ist. Boom. Wird der Trailer hier verbessert? Nö.
Gut, jetzt habe ich. Ist es das, was du suchst? So. Das wird dir gut dienen, Amor. Dinger kann ich ja kaufen. So, jetzt muss ich Gold. Ich kann eigentlich alles verbessern das hier. Das ist ziemlich gut. Komm, Barins Axt verbessern wir auch nochmal. Und da wir jetzt schon dabei sind, können wir auch das Ding. Ach, ich hab nur. Ich leiste wirklich gute Arbeit. Nun muss ich gehen. Auf bald. Das Kampfesglück sei dir hold. Hörte das Ziel? Zeig es mir. Hä? Deine Zeit in Midgard ist nun um. Es war ein Sack. Wow. Was haben wir hier? Kartenmacher. Okay. Gut. So, liebe Leute, ich muss sagen, dann bin ich immer hier passend das Video. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart und Bock drauf hattet. Auch eine Runde. Ja gut, die habe ich ja verbessert. Die sind trotzdem besser. Ja, mal verbessern, ja. Gut. Ja, ich habe genug von den Dingen. Ja, dann werden wir uns im nächsten Video erst mal. Was hat denn hier so leuchtend? Ich denke, dass ich das eben alle nochmal machen werde hier. Dahin gehen werde. Und dann irgendwann die Mission weitermache. Wo sie einfach hier entdecken, ein paar Sachen finden. Mal gucken. Boah, da kann ich auch. Hier ist auch noch ein dicker Schatz. Und hier brauche ich gar nicht hingehen. Was ist eigentlich das höchste Level? 300 noch was? Boah, hier gibt es da so viel, wo man entdecken kann, ey. Hier war ich ja auch noch nicht. Lunden. Okay. 340. Westsexe 340. Ja gut. Neue Fähigkeit habe ich anscheinend noch. Wieder. Okay. 9 Stück. Gut. Ja. Wenn ihr Bock drauf habt, dann seid auch gerne beim nächsten Mal dabei. Wäre ich ganz gerne mit Seedwar Freund. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis dahin und macht der Hunter. Ja, bis dahin und schön mit.